Ja, heute Morgen geht es um diese Thematik, die Passion Christi oder der schlimmste Augenblick der Weltgeschichte. Und ich denke, jeder von uns hat in seinem Leben schon schlimme Zeiten erlebt. Jeder von uns kann irgendetwas berichten, wo es ihm mal gar nicht so gut ging. Ja, irgendwas ist immer, da ist eine Schulklasse, die ist unterwegs in der Nähe von Baden-Baden. Sie gehen dort auf die Battertfelsen. Die Battertfelsen ist so ein Kletterfels, wo man alle alpinen Schwierigkeitsgrade durchmachen kann, sind zum Teil 50, 60 Meter hoch. Und ein 17-Jähriger beugt sich zu weit vor und stürzt ab und ist tot. Schlimmer Augenblick für die Schulklasse, für die Lehrerin, natürlich für die Eltern. Furchtbare Angelegenheit. Und was ist, wenn die Polizei plötzlich bei dir klingelt? Eins deiner Kinder ist unterwegs. Der Mann ist unterwegs oder die Frau. Ich weiß, wie das ist, wenn meine Frau unterwegs ist. Ich habe immer Angst, ich bin immer froh, wenn sie wieder da ist. Und bei unseren Kindern ist auch so, unser Jüngster fährt immer wieder mit seiner Frau so jedes zweite Wochenende nach Gummersbach zu ihren Eltern. Und die wissen, wir machen uns Sorgen. Und dann rufen sie an, wenn sie dort angekommen sind und wenn sie wieder daheim sind. Und wenn sie Mitternacht kommen, dann klingelt sie wenigstens einmal das Telefon, dann wissen wir, die sind da. Da weiß man Bescheid. Aber der Jüngste, bei ihm war es nicht immer so. Eines Tages, das war so ein Tag am 1. Februar 1996. Unsere Tochter, sie hatte gerade vor 14 Tage vorher etwa ihr erstes Kind geboren. Und irgendwas stimmte bei ihr nicht, bei dem Kind. Ja, da war alles in Ordnung, alles gesund. Und dann rief sie mich eben am Abend vorher an und sagte, Papa, bei mir hängt da noch etwas raus. Und ich muss nochmal zum Arzt. Und dann hat man dann festgestellt, die haben vergessen, die Eihaut, die Nachgeburt zu kontrollieren. Da hing die ganze Eihaut noch drin. 52 Zentimeter lang. Es hätte eine Leichenvergiftung geben können. Das war am Tag vor dem 1. Februar, am 31. Januar. Am 1. Februar, unser Junge, unser Jüngster, fuhr morgens zur Arbeit um 6:30. Um 7:10 klingelt das Telefon. Papa, ich habe einen Unfall gehabt, mich hat es überschlagen. Da sage ich, ja, wie geht dir's? Ja, ich bin da und da. Ja, sei, wie dir es geht, will ich wissen. Ja, ich bin zur Telefonzelle gelaufen. Ja, sage ich, in 10 Minuten bin ich da. Unser Ronald, der hatte gerade Nachtschicht. Der war also auch zu Hause. Der hat gesagt, Papa, was ist mit dem Andi? Ja, ist irgendwas? Haben wir gleich Werkzeugkasten geschnappt und sind dann losgefahren und tatsächlich... Ja, dem Jungen ist, dem Herrn sei Dank, nichts passiert. So ein Auto, naja, das ist mal noch eine andere Sache. Ja. Unser Ronald, unser Mittlerer, hat dann den Jüngsten zum Arzt gefahren, dass er untersucht wird. Es könnte ja sein, dass die Thrombose entsteht bei so einem Überschlag. Ja, dann ruft mich meine Schwester an, beziehungsweise eins ihrer Töchter. Meine Schwester hat eine Lungenentzündung. Ja. Mein Onkel... Von dem hörte ich am gleichen Morgen innerhalb von einer halben Stunde, er ist mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat man so das Gefühl, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Jetzt ist da alles schon drin. Meine Frau war nicht da, die war bei meiner Tochter. Ja, meine Schwiegermutter war auch außer Haus. Ich hatte niemanden, mit dem ich da mal hätte reden können. Und ja, ich habe ja den Herrn, diesen El Shaddai, von dem wir vorhin gehört haben. Diesen großen und wunderbaren Gott. Es kann nicht mehr schlimmer kommen, aber ich kann euch versichern, es kann. Es kann wirklich noch schlimmer kommen. Ja? Und ich möchte uns heute Morgen einfach etwas mitnehmen, mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die schon lange her ist. Ja? Der schlimmste Augenblick der Weltgeschichte, um die es heute Morgen geht. Wir haben das vorhin schon gehört, es geht um die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Ich selbst komme ja aus Oberammergau. In Oberammergau, in Oberbayern, da wird alle 10 Jahre das Leiden und Sterben Jesu Christi gespielt. 5 Monate lang spielt man jeden Tag, das heißt 5-mal in der Woche, die Leidensgeschichte des Herrn. Fängt im April an, hört im Oktober auf. Kann man darüber denken, was man möchte. Ja, dann hängt dieser Christusdarsteller bei der Kreuzigungsszene so eine Viertelstunde am Kreuz mit schmerzverzerrtem Gesicht.
es ist sicher ein Kraftakt, da oben zu hängen. Ja, aber nach einer Viertelstunde kommt er wieder runter, dann klappt er seine Arme wieder nach unten, nicht? Dann geht er duschen, dann geht er vielleicht nach Hause oder geht in die Wirtschaft, trinkt noch ein schönes Weizenbier und so, dann ist für ihn sein Part zu Ende. Aber beim Herrn Jesus war das eben nicht so. Da war es eben nicht so. Er konnte nicht einfach die Arme herunterklappen und dann noch ein schönes Bier trinken gehen. Nein, er hat sein Leben dort am Kreuz gegeben. Und das war kein Schauspiel Gottes, sondern es war wahrhaft der schlimmste Augenblick, den diese Weltgeschichte überhaupt kennt. Und der Herr Jesus, er hat dort am Kreuz mit seinem Blut für uns bezahlt, für unsere Sünden, für die Sünden der Menschheit. Und es ist so, einer musste für die Sünde der Menschheit bezahlen. Einer muss dafür bezahlen. Und ich denke, das müsste uns auch klar sein. Entweder bezahlen wir selbst für unsere Sünde. Manche sagen, ich brauche keinen Jesus, das schaffe ich alleine. Entweder bezahlen wir selbst für unsere Sünde. Ja, oder eben der Herr Jesus hat für uns bezahlt. Und ich glaube, das ist der einfachere Weg. Das ist der bessere Weg. Denn es geht wirklich um unsere Ewigkeit. 6 Stunden hing der Herr Jesus dort am Kreuz, die schlimmste Zeit, denke ich, überhaupt in dieser Geschichte der Menschheit. Es ging hier um Wohl und Wehe, um Heil und Unheil der Welt, es ging um Gerettetsein und um Verlorensein der ganzen Menschheit, von Adam her bis heute. 6 Stunden, die die Welt verändert haben und die Welt hat es bis heute nicht begriffen. Ich lese uns einmal einen Text aus dem 22. Psalm. Und da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Dann ab Vers 12, sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich, denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. David, der etwa 1000 Jahre vor dem Herrn Jesus lebte, hat diesen Psalm geschrieben. Ja, den hat er geschrieben in der Zeit, als er von Saul verfolgt wurde, dem ersten König damals dort in Israel. Aber ich denke schon, der erste Blick verrät uns eigentlich, hier in diesem Psalm geht es nicht so sehr um David, sondern es geht um Davids Sohn. Es geht um Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. David hat es also 1000 Jahre, bevor Jesus Christus überhaupt geboren wurde, schon im Detail aufgeschrieben, was werden soll, was da dann geschieht zur Errettung der Menschheit. Und ich denke, nirgendwo wie sonst in der Bibel wie hier wird eben dieses Leiden des Herrn Jesus Christus so beschrieben. Schon der erste Vers führt uns mit hinein in das Wort, in den Tiefen des Wortes Gottes, in die Leiden
des Herrn. Und mir zeigt es etwas von der Inspiration der Heiligen Schrift. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn der Psalm nur Menschenwerk wäre, wenn sich das der Mensch ausgedacht hätte, dann hätte man mit Sicherheit erstmal die physischen Leiden beschrieben, die körperlichen Leiden, was alles so durchgemacht wurde. Ja? Aber dass hier zuerst seine inneren Leiden beschrieben werden, diese Leiden vor Gott, das zeigt mir, dass diese Worte, die hier aufgeschrieben sind, ein Werk des Heiligen Geistes sind. Das Erste, was hervorgehoben wird, ist, Gott ist groß. Im Vers 3 lesen wir das. Vers 4, doch du bist heilig. Du bist heilig. Die Größe Gottes wird hier aufgezeigt, die Heiligkeit Gottes. Schaut, und mir wird hier auch deutlich, der Herr Jesus, er wurde von Gott geschlagen. In erster Linie von Gott geschlagen. Und das musste er weitaus mehr fühlen, ja, weitaus mehr Schmerzen haben darüber, als die Schläge, die er durch die Menschen bekommen hat. Und ich möchte es einfach mal so einteilen, als erstes mal die Leiden von Gott. Und da sagt uns der Prophet Jesaja, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ich bin ein altmodischer Vater. Als meine Kinder noch kleiner waren, jetzt geht's nicht mehr, muss ich aufpassen, dass ich sie nicht kriege. Ne? Also Jüngster ist 30. Aber als die Kinder noch klein waren, ich habe dann schon mal die Erziehungsfläche benutzt, wenn es nötig war. Ich habe festgestellt, Popo und Ohren hängen ganz dicht beieinander. Doch, wenn man unten drauf hat, hören die oben besser. Das hat also immer funktioniert. Ja, also es muss dann schon mal zwischendurch sein. Es musste sein. Unser Ronald hat regelrecht danach verlangt. Ja, die Leiden von Gott. Was sagt, schreit der Herr hier? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesaja sagt, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Mir hat das nie gefallen, wenn es notwendig war, dass meine Kinder mal eine auf den Hintern gekriegt haben. Hat mir nie gefallen. Aber es war einfach mal nötig. Meistens habe ich meine Hand noch hingelegt, habe auf meine Hand draufgehauen, dass die Kinder nicht so viel abkriegen. Hat mir nie gefallen. Aber hier steht, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Zu zerschlagen. Nicht nur ein Klaps auf den Po, sondern ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott gefiel das. Und das kann niemand beschreiben, ja, was der Geist Gottes uns hier zum Nachdenken gibt. Denn hier sind zwei, die immer Gemeinschaft hatten, mit einem Mal voneinander getrennt. Ja, die nicht einen Augenblick auseinander waren, nämlich der Vater und der Sohn, Gott der Vater und Gott der Sohn. Ja, die sind mit einem Mal auseinander. Der Sohn losgelöst von seinem Vater, von dem Heiligen Gott. Und das zeigt uns etwas davon, was die Erlösung der Menschheit dem lebendigen Gott gekostet hat. Er musste sich von seinem Sohn abwenden. Und der Herr Jesus, der sagen konnte, der Vater ist immer bei mir. Ich bin nie allein, denn der Vater ist bei mir. Und andere Aussagen, die er in diese Richtung gemacht hat. Er muss nun auf einmal ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war keine Gemeinschaft mehr zwischen ihm und diesem heiligen Gott. Jesus kannte das Alleinsein nicht. Er kannte keine Einsamkeit. Wir kennen das gut. Wir können inmitten einer großen Menschenmenge einsam sein. Das geht. Äußerlich sind wir dabei, aber innerlich sind wir oft so ganz, ganz weit weg und einsam und verlassen. Ja? Also für mich eine der schlimmsten Aussagen, die ich überhaupt in der Bibel finde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zeigt mir etwas davon, dass auch der Herr Jesus die Warum-Frage gestellt hat. Es gibt ja Christen, die sagen, Christ fragt nicht warum. Jesus selbst hat auch gefragt. Wir dürfen fragen. Nur ist das Warum nach hinten gerichtet. Ja? Manche sagen, wir sollten lieber fragen, wozu. Das wäre dann nach vorne gerichtet. Aber das ist eine andere Thematik. Aber der Dulder, er weiß es genau, und warum das so ist. Er gibt ja selbst die Antwort. Ja, du bist heilig. Und er weiß, ich bin hier belastet mit der Sünde der ganzen Welt.
Ich habe nichts anderes zu erwarten. Ja, das macht uns die Bibel auch sehr, sehr deutlich, dass der Herr Jesus genau wusste, was er auf sich nahm, in welcher Eigenschaft er vor Gott stand, dass er die Sünde der ganzen Welt trug. Ja, meine Schuld, meine Sünde, meine Vergehungen, alles, was so in meinem Herzen war. Und der Herr Jesus Christus, er wusste auch, dass er ein Fluch wurde. Und Petrus, er sagt es uns in seiner großen Predigt an Pfingsten, diesen Jesus übergeben nach dem bestimmten Ratschluss, habt ihr nach Vorkenntnis Gottes. Das heißt, es war nicht ein Unfall, der da passiert ist, sondern Gott wusste es und der Herr Jesus wusste es auch, was auf ihn zukommt. Habt ihr nach Vorkenntnis Gottes durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Er wusste es. Er wusste, dass er unsere Strafe auf sich nehmen würde. Und diese empfing er eben dort am Kreuz. Das, was wir verdient haben, das trug Gottes Sohn. Vorhin hatten wir schon aus dem Propheten Jesaja einige Aussagen gehört. Ich möchte noch mal einiges lesen. Jesaja lebte so etwa 740 vor Christus. Da heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, hat er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Aber wir singen doch, er, der Schönste von 10.000. Ja? Keine Gestalt, kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Ja? Die Schrift sagt uns weiter, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet. Und wir haben ihn für nichts geachtet. Ja, zerschlagen, zerschunden, hängt dort der Sohn Gottes am Kreuz. Jesaja sagt dann weiter, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und da sagt uns die Bibel sehr deutlich, der Herr Jesus hat das nicht verdient, er hat es getragen für uns. Und wenn wir dann weiterlesen, im Vers 6, da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Schafe, die keinen Hirten haben, die wissen nicht, wo es lang geht. Wir alle irrten umher wie Schafe, die keinen Hirten haben, würde ich jetzt da hineinlesen. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Und das kennen wir doch auch. Wir schauen nur auf unseren Weg. Wir sind so eine Ellenbogengesellschaft. Wir kämpfen uns durch. Wenn da irgendwo eine Schlange steht, da stellt man sie nicht hinten an. Nein, da geht man bis nach vorne durch. Und wenn dann einer sagt, hinten anstellen, dann sagt man, es geht nicht, da steht schon einer. Also ich muss nach vorne. Das ist oft unser Problem. Immer so mit Kraft und Gewalt. Diese Egoismen, auch dafür ist Jesus Christus gestorben. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren und seinen Mund nicht auftut. Das wird über den Herrn Jesus vorausgesagt, Jahrhunderte bevor es geschehen ist. Schaut, mir zeigt das etwas von dem, dass Jesus alles wusste. Er wusste genau, was auf ihn zukam. Er wusste, dass er für uns zur Sünde gemacht wird. Auch das sagt uns die Bibel. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus kannte keine Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht, personifizierte Sünde. Das muss das Schlimmste für ihn gewesen sein. Und dann ausrufen zu müssen, mein Gott, warum? Er wusste die Antwort, weil er belastet war mit all dem. Er wusste, dass er die Sünde im Fleisch verurteilt. Ja? Dass die Sünde an ihm gerichtet wird. Auch das sagt uns die Bibel, denn das dem Gesetz Unmögliche.
weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde senden, die Sünde im Fleische verurteilte. Jesus Christus ist für uns in den Tod gegangen. Denn er wusste auch, dass die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit der Menschen unvereinbar sind. Und nun hing er dort am Kreuz, beladen mit unserer Sünde und Schuld. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um sterblich zu sein, um sein Leben geben zu können als Lösegeld für uns. Er sah aus wie wir, in äußerer Gestalt. Aber in seinem Inneren war er immer noch der Heilige, der Sohn Gottes. Also die Leiden von Gott, sie waren furchtbar. Schauen wir uns aber auch mal die Leiden durch die Menschen an, da wissen wir ja so einiges darüber. Ich denke, obwohl der Herr Jesus das allein seinem Tiefsten empfunden hat, sehen wir dann in den folgenden Versen, wie sehr er auch die Schläge empfunden hat, die er durch sein Volk bekommen hat. Und wir wollen einfach mal nur ein paar Dinge herausgreifen. Da ist einmal der Hohn und Spott der Menschen. Ja, das muss man einfach mal sehen. Der Hohn und Spott der Menschen. Diesem furchtaren Eingangsvers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Folgen nun Schilderungen seiner leiblichen und seelischen Qualen. Jesus war ja kein Übermensch. Er war ja Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Er war nicht Superman. Er war nicht Asterix und Obelix, die unverwundbaren, besiegbaren Gallier. Er hatte keinen Zaubertrank. Er war ein Mensch wie wir, aber eben ohne Sünde. Und der Spott und der Hohn, der ihn getroffen hat, der muss furchtbar gewesen sein. Er sieht das Kopfschütteln der Leute. Er sieht ihren Hohn. Und ich lese einmal aus dem 69. Psalm, der auch von David stammt, also 1000 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Ohne Ursache. Mächtig sind alle meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich als dann erstatten. Also, was ich nicht genommen habe, ich muss das bezahlen. Nee? Deinetwegen trage ich Hohn. Hat Schande bedeckt mein Antlitz. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. Die haben mich nicht mehr wiedererkannt. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als ich weinte und meine Seele im Fasten war, da wurde es mir zu Schmähungen. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Da heißt es weiter, die im Tore sitzen, reden über mich. Tor in der Bibel ist das Rathaus, ist die Regierung gewissermaßen. Die im Tore sitzen, reden über mich und ich bin das Seitenspiel der Zecher. Man hat die Spottlieder über ihn gesungen, Moritaten gesungen, wie man das heute auch so macht, im Karneval oder sonst irgendwann. Nicht? Ich bin das Seitenspiel der Betrunkenen. Ja? Sie spotten und lästern über ihn. Und er sagt, du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleiden gewartet. Und da war keines. Und auf Tröster. Und ich habe keine gefunden. Und sie gaben mir meine Speise Galle. Und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Also wir merken, es geht ihr um den Herrn Jesus am Kreuz. Es geht um ihn. Ja, er hängt dort am Kreuz und er sieht, dass wie die Todfeinde waren, Juden und Heiden, die Juden und die Römer, sich da eins waren, als es darum ging, ihn zu töten. Und es waren eben nicht die Juden allein, die ihn umgebracht haben. Nein, wir aus den Nationen waren auch dabei. Nee? Das ist es, müssen wir doch einfach mal sehen. Die einen haben geschrien, kreuzige ihn, und wir haben die Nägel und das Holz geliefert. Müssen wir einfach sehen. Durch unsere Sünde, durch unseren Ehebruch, durch unsere schlechten Gedanken, durch unsere Abtreibung, durch unsere Lieblosigkeit,
Seine Hände und Füße wurden durchgraben, sagt uns die Schrift im Psalm 22. Seine Hände wurden durchbohrt für meine Hände, die gestohlen haben. Seine Füße wurden durchbohrt für meine Füße, die böse Wege gegangen sind. Sein Herz wurde durchbohrt für mein böses Herz. Und auf das Haupt wurde ihm die Dornenkrone gepresst, für meine bösen Gedanken. Das alles hat der Herr Jesus für mich getragen. Und dazu kamen dann noch die Angriffe auf seine Frömmigkeit. Wenn er so fromm ist, wenn er doch der ist, von dem, was er da sagt, er hat alles auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, wenn er Lust an ihm hat. Kennen wir das? Was hat man denn geschrien, als der Herr Jesus am Kreuz hing? Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Beweis es doch. Und dann wollen wir an dich glauben. Schau, diese Spottwaffe wird bis heute genutzt. Ja, man bringt zum Ausdruck, die Väter hat Gott erhört, Vers 5 im Psalm 22, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Aber ihn hat er nicht gerettet. Ihn hat er nicht gerettet. Ja, also gehört er doch ans Kreuz. Ja, jetzt wird sein Betrug offenbar. Er ist eben nicht der Messias, er ist eben nicht Gottes Sohn. Denn dann würde Gott ihm doch helfen. Das war diese fürchterliche Waffe. Die Vorübergehenden lästerten ihm, indem sie ihre Köpfe schüttelten, so lesen wir es im Neuen Testament, und sagten, der du den Tempel Gottes abbrichst und in 3 Tagen aufbaust. Dieser Gott, dein Gott, rette dich. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es. Schaut, da hat sich nicht viel geändert seit damals. Ich merke das heute auch, dass man verspottet wird, wenn man an Jesus glaubt. Aber ich habe eine Feststellung gemacht, wenn der Mensch mit seinen Argumenten am Ende ist, dann fängt er an zu spotten, dann hat er nichts mehr. Ja? Und das ist mir immer ein gutes Zeichen. So, wenn einer anfängt zu spotten, da weiß ich, da sitzt was. Ja? Der ist irgendwie doch etwas getroffen worden. Ja? Also wir haben gesehen den Hohn und den Spott der Menschen. Wir haben gesehen die Angriffe auf seine Frömmigkeit. Aber schauen wir noch drittens einmal seine große Angst an. Seine große Angst. Ja? Und diese Angst wird uns beschrieben in 4 unterschiedlichen Bildern. Da heißt es im Vers 6, ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Der Menschenhohn und der vom Volk Verachtete. Was ein Wurm ist, wissen wir. Ist kein hohes Lebewesen, oder? Den kann man einfach zertreten, den kann man drüber weggehen. Das interessiert uns nicht, wenn es arg regnet und die Würmer rauskommen aus der Erde, dass sie nicht ertrinken, wenn die dann auf der Straße vertrocknen. Das kümmert keine von uns. Ich bin ein Wurm. Ja, den kann man rücksichtslos beseitigen. Das ist das eine. Das zweite, viele Farren haben mich umgeben. Ja, ein Kampfstierart. Stiere von Basan mich umringt. Ich erinnere mich, ich war im Auto im Westerwald unterwegs. Ich sah von Weitem einen Tieflader, also einen Sattelschlepper. Und ich sah, wie einige Männer dabei waren, eine Herde von Bullen, Mastbullen, auf den LKW zu laden. Und diese Tiere hatten Angst. Die sind nicht daraus, wo die Männer sie hingetrieben haben, sondern einer rannte gegen den Zaun. Ich fuhr da gerade so drauf zu. Ja, und der Zaun, da brach der Pfahl ab oder kippte um und dann ist er durch und da war die ganze Herde war da draußen auf der Straße. Ich hatte ein nagelneues Auto, es war also erst ein paar Tage alt. Ja, bin da ganz tapfer ausgestiegen. Die rannten direkt auf mich zu. Na, so tapfer war ich gar nicht. Also diese Bullenherde da auf mich zukam, ich stand nur da und brüllte, hey, hey, ja, und dann, ich hatte mehr Angst ums Auto als um mich wahrscheinlich, ne, und dann hörten die Männer, die da noch am LKW beschäftigt waren, mit, was der Sache war, ne, und haben dann die Viecher wieder eingefangen. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, das waren ja keine Kampfstiere, sondern das waren einfach Schlachtvieh, ja, Schlachtvieh. Aber wenn die da auf einen zukommen, wenn man diesen grausamen Hörnern dieser Tiere ausgesetzt ist und fühlt sich selbst wie ein Wurm, da ist es schon eine Sache. Und dann spricht die Bibel hier von dem Rachen des Löwen.
von dem reißenden, brüllenden Löwen. Ich meine, wenn wir Löwen sehen, meistens ist da, sieht man entweder im Fernsehen oder im Zirkus oder im Zoo, da sind dicke Gitterstäbe dazwischen, ne? Da braucht man keine Angst davor zu haben. Aber begegne mal so einem Viech auf der freien Wildbahn. Ich habe gehört, dass die Maasai sagen, wenn du auf freier Wildbahn bist, irgendwo in Afrika, in der Steppe, und ein Löwe kommt, dann lauf nicht weg, sonst bist du tot. Die Maasai sagen, bleib stehen und schau den Löwen in die Augen. Ja, den möchte ich erleben, der das macht. Den Löwen in die Augen schauen. Ja, sagt, jeder Schritt rückwärts kann dein Leben kosten. Bleib ruhig stehen und der Löwe wird sich zurückziehen. Und dann, wenn er sich zurückzieht, nimm einen Stein und schmeiß nach ihm. Ich weiß nicht, wie viele das schon überlebt haben, ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ja, ich gehe ja schon gar nicht dahin. Ne? Aber das muss man sich mal vorstellen. Da ist plötzlich ein Löwe vor dir. Ja? Und dann steht, Hunde haben mich umgeben. Ich hatte fürchterliche Angst vor Hunden. Ich bin als Kind mal von einem Schäferhund angesprungen worden. Und das habe ich nie vergessen. Das war ein Kettenhund. Der war immer an der Kette. Ja? Und ich wusste, wie lang die Kette ist. Und dann konnte ich immer Bogen um ihn rum machen. Aber die Senta, das war ein ganz böses Viech. Und eines Tages habe ich meinen Bogen wieder gemacht, aber da war das Tier nicht angeleint. Also da konnte er dann weiter und hat er mir angesprochen. Und seither hatte ich Angst vor Hunden, bis ich selber einen bekam. Ja. Mir hat damals ein Hundezüchter gesagt, der hat Dobermänner gezüchtet. Ja, der hat gesagt, einen guten Hund kann jeder werden. Das habe ich nicht geglaubt. Doch. Der hat gesagt, weißt du, es gibt zwei Arten von Hunden. Das eine ist ein normaler Hund und das andere ist ein Angstbeißer. Wenn du einen Angstbeißer anschreist, dann beißt er erst recht. Aber ein guter Hund, da kannst du sagen, sitz, und er setzt sich. Naja, das hat er mir zwar erzählt, aber geglaubt habe ich es ihm nicht. Und jetzt war es so, dass unser Nachbar starb und seine Frau das Grundstück teilte. Großes Grundstück zwischen zwei Straßen. Und die obere Hälfte hat sie an einen anderen Nachbarn verkauft, der hat dann dorthin gebaut. Und die untere Hälfte hat sie behalten, war aber noch kein Zaun dazwischen. Und jetzt kam der Nachbar, der dort oben hinbauen wollte, zu mir und sagte, kannst du mir die Bäume wegmachen? Ich sagte, ja klar, waren so einige Obstbäume und weiß nicht, was da noch alles war. Ich habe meine Kettensäge geholt und habe die Bäume runtergemacht, habe sie klein geschnitten, dann so auf Meterstücke etwa. Und bin dann wieder heim und mein Schwiegervater hat gesagt, du, der hat gesagt, das Holz kannst du holen, wir heizen ja noch mit Holz. Naja gut, dann habe ich das über den Zaun gereicht. Mein Schwiegervater war auf der anderen Seite vom Zaun und ich wusste nicht, dass die Nachbarin, die das Grundstück verkauft hatte, Besuch hatte. Und der Besuch hatte einen Hund, einen Riesenschnauzer. Der konnte also seinen Kopf, ohne sich zu strecken, auf den Tisch legen. Dann hieß der auch noch Wotan. Ja. Und mit einem Mal kam Wotan mit ein paar Sätzen da hochgerannt. Und es war ja kein Baum mehr, auf den ich hätte klettern können. Die waren alle weg. Ja. Und er kam und ich hatte so einen Knüppel in der Hand und habe den mal ganz vorsichtig abgelegt, dass das Tier sich nicht bedroht fühlt. Und dann fielen mir die Worte von dem Hundezüchter ein. Ja. Und dann habe ich geschrien, sitz! Und er setzte sich. Aber da ist mir was gegangen. Da hat mir Pumpe geschlagen. Alter Freund, und dann haben die da unten das Drama mitgekriegt, was sich da oben abspielt, und haben ihn dann zurückgerufen. Der Hund horchte. Aber ich habe mir gedacht, guck mal, einer. Wenn er so einen Hund auf freier Wildbahn begegnet, ne, auf der Straße, sein Herrchen ist oder Frauchen ist weit weg. Welche Gefühle haben wir dann? Ne? Meine Frau hat mit mir Blätter verteilt. Das Wort für heute haben wir in die Häuser gebracht. Ne? Das war nur ein Pudel. Der rannte plötzlich meiner Frau nach. Und dann hat er sie schon in die Waden gebissen. Ja? Kann schnell gehen. Aber stell dir mal vor. Und da sagt uns die Bibel, Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern mich umringt oder umzingelt. Ja? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Vier Dinge, die da sind. Das eine, ich bin wie ein Wurm. Das andere ist diese Stiere von Basan. Dann kommt dieser brüllende Löwe und auch noch so ein Rudel von Hunden. Das ist eine total aussichtslose Lage. Unbeschreiblich.
Und so hat der Herr sich gefühlt, als er verspottet wurde von den Menschen, als er dort am Kreuz hing, als seine Frömmigkeit in Frage gestellt wurde und seine Angst zum Ausdruck gebracht wurde. Dann spricht die Bibel hier von seinen Nägelmalen. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das alles hat er erlitten für uns. Das hat David aufgeschrieben 1000 Jahre vor Christus. Da gab es die Kreuzigung noch gar nicht. Die ist erst etwa 800 vor Christus durch die Karthager eingeführt worden. Ja? Schaut, so festgenagelt zwischen Himmel und Erde hing dort der Sohn Gottes für uns Menschen am Kreuz. Sein Trankopfer wird auch berichtet. Wie Wasser bin ich auch hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Ja. Hier wird wohl eine Anspielung gemacht auf die Opfer im Alten Testament. Und das Trankopfer hatte eine besondere Bedeutung. Er hat etwas ausgegossen vor dem lebendigen Gott beim Speisopfer damals. Ich bin hingeschüttet, ausgeschüttet wie Wasser. Und als man dem Herrn Jesus das Herz durchbohrte, was kam heraus? Wasser und Blut getrennt. Ja? Er hat sich als Trankopfer für uns hingegeben. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Da war keine Kraft mehr. Da war nichts mehr. Jesus hat das alles auf sich genommen für uns. Und dann wird seine Schmach beschrieben, diese tiefe Schmach, die er ertragen musste. Ja, was steht da? Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen mich an, oder man kann es auch übersetzen, deswegen habe ich es hingeschrieben. Sie sehen ihre Lust an mir. Wie hing er denn dort am Kreuz? Wenn wir irgendwo so ein Kruzifix sehen, und Oberammergau, wo ich herkomme, da ist ja nun auch nicht nur das Passionsspieldorf, sondern es ist auch das Dorf der Herrgottschnitzer, wie man so sagt. Es gibt unendliche viele Schnitzereien, die einzige Schnitzschule in Deutschland. Und überall gibt es sogenannte Kruzifixe. Ein Kreuz mit einem Korpus dran. Und dieser Korpus trägt immer so einen Lendenschurz. Ein jüdisches Kind hat einmal seine Mutter gefragt, warum trägt dieser Jesus der Christen dort am Kreuz diesen Lendenschurz? Und die Mutter gab ihm zum Antwort, weil er sich schämt, ein Jude zu sein. Jesus hatte keinen Lendenschurz an. Er hing nackt dort am Kreuz. Jeder konnte erkennen, wer er ist. Ein verachteter Jude. Seine Beschneidung war sichtbar. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Schaut, der Herr Jesus hat das alles für uns getragen. Er war die Augenweide der Feinde. Er hat es auf sich genommen. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 12, dass er die Schande nicht achtete, sondern für die vor uns liegende Freude ans Kreuz ging. Vor ihm liegende Freude ans Kreuz ging. Ja, diese vor ihm liegende Freude, das war die, dass du und ich zum Glauben kommen an ihn. Dass wir das, was er dort stellvertretend für uns am Kreuz durchlitten hat, annehmen. Ja, dass wir das sagen, das haben wir verdient, aber er hat es auf sich genommen. Ja, und der Herr Jesus konnte dort am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betete noch für seine Feinde. Aber er hat auch ausgerufen, es ist vollbracht, das Erlösungswerk ist getan, es ist alles erledigt. Da ist nichts, nichts mehr, was hinzuzufügen ist. Die Frage ist nur, ist es auch für dich schon vollbracht? Hast du das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, für dich schon in Anspruch genommen? Hast du ihm schon einmal gesagt, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich für mich hingegeben hast. Danke für dein Opfer dort am Kreuz. 3 Kreuze, die damals dort hingen, die dort standen, wo 3 Männer dran hingen. Ja, das war eine Sache damals. 2 Verbrecher, 2 Mörder, die zum Tode verurteilt worden waren. Der eine zur Rechten und der andere zur Linken und Jesus in der Mitte. Schaut, und jedes dieser Kreuze legt ein anderes Zeugnis ab. Da ist das eine, das erste Kreuz, es spricht von der Macht der Sünde. Ja, da war ein Verbrecher, der dort am Kreuz hing, der zum Tode verurteilt war.
Und er war blind für seinen Zustand. Er stimmt in den Spott der Menschen mit ein. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Rette dich selbst und uns. Und die Sünde, sie hat diesen Mann blind gemacht. Wirklich blind gemacht. Und die Bibel sagt es uns im 2. Korintherbrief, wenn unser Evangelium doch verdeckt ist, dann für die, welche verloren gehen, bei welchen der Fürst dieser Welt, und das ist Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums, welches da leuchtet von der Klarheit des Christus. Dieser Mann, er war einfach blind für seinen Zustand. Er hat sich selbst nicht erkannt. Ja, er konnte jeden Moment in die Ewigkeit hinübergehen und blieb unerrettet und unerlöst. Die Sünde hat sein Herz verhärtet. Sie hat ihn unzugänglich gemacht für das Wort Gottes. Ja, anstatt zu beten, lästert er und er verschmäht diese nahe Rettung. Schau, so verstockt kann der Mensch sein, so blind kann er sein in seinem Herzen bis heute. Er sagt, das interessiert mich nicht. Ich habe mit Gott nichts am Hut. Ich brauche das nicht. Das zweite Kreuz spricht von der Macht des Glaubens. Ja, da war ein Verbrecher, auch ein Mörder. Der hat den anderen gestraft. Und er hat den richtigen Blick auf den Herrn Jesus. Er tut eine aufrichtige Buße. Denn er sagt, wir bekommen, was unsere Taten wert sind. Wir haben das verdient. Ja? Er bekennt also ganz frei, wir haben es verdient. Und da sagt uns die Bibel, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, und er hat eine Bitte. Jesus, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Das ist keine alte Übersetzung. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst, sondern ist sehr korrekt übersetzt. Es heißt nicht, wenn du in dein Reich kommst, dann denk auch mal an mich. Nein, er drückt damit aus, wenn du inmitten deines Reiches auf diese Erde kommst, wenn du dein Königreich aufrichten wirst, dann denk an mich. Darum geht es. Er glaubte, dass Jesus Christus der Messias ist, der Sohn Gottes. Das dürfen wir sehen. Schaut, und eine solche Buße, ein solches Bekenntnis, eine solche Bitte kann nur der Glaube geben. Kann nur der Glaube bewirken. Ja? Und wir müssen es sehen. Er hat den richtigen Blickwinkel. Er sieht den Herrn Jesus. Und er weiß, dieser ist unschuldig. Wir hängen zurecht hier. Aber er hängt hier auch für meine Sünde. Ich darf ihn um Vergebung bitten und Jesus vergibt ihm. Ja, das müssen wir sehen. Da ist ja dieses dritte Kreuz, ja, in der Mitte dort. Das spricht von der Macht der Liebe. Und aus Liebe hat der Herr Jesus Christus zum Hohn und Spott der Verächter geschwiegen. Er hat nicht darauf reagiert. Aus Liebe rettet er diesen Verbrecher und sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du musst nicht warten, bis ich inmitten meines Reiches wiederkomme. Du gehst gleich mit mir in die Herrlichkeit. Aus Liebe betet er für seine Feinde, Vater, vergib ihnen. Und aus Liebe sorgt er für seine Freunde, für seine Mutter, für seinen Jünger Johannes. Aber aus Liebe stirbt der Herr Jesus für die Sünde der ganzen Welt. Er stirbt für dich und für mich. Er, von dem die Bibel sagt, der keine Sünde kannte, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Frage ist nur, bist du bereit, das anzunehmen, was Jesus Christus dort am Kreuz für dich getan hat? Bist du bereit, anzuerkennen, dass du ein Sünder bist und dass du Heil und Vergebung brauchst? Bist du bereit, dein Leben dem anzuvertrauen, der für dich gestorben ist, der aber auferweckt wurde? Das sagt uns die Bibel auch. Dass seine Auferstehung aus den Toten erwies sich Jesus Christus als Gottes Sohn. Er wurde nicht Gottes Sohn dadurch, sondern er erwies sich als der, der er ist. Und er ist erlebbar auch und erfahrbar auch für dich. Und du darfst, wenn du willst, heute Morgen dein Leben ihm anvertrauen. Und ich möchte gerne jetzt mit uns beten und wenn wir aufstehen können, dann bitte ich darum, dass wir das tun.
Herr Jesus, wir sind erschrocken über das, was wir heute Morgen so gehört haben. Es ist nichts Neues für uns. Aber es ist uns ganz neu bewusst geworden, dass du keine Sünde gekannt hast. Und dass du zur Sünde gemacht worden bist für uns. Dass du die Strafe, die wir verdient haben, auf dich geladen hast. Dass du bereit warst, dich hinzugeben als Lösegeld für unsere Sünde. Herr, das sind alles Dinge, die uns unbegreiflich sind. Aber du hast es getan, weil du uns so sehr liebst. Und ich danke dir, dass jeder, der deinen Namen anruft, errettet wird. Und du weißt, wer heute Morgen hier ist, der noch keine Entscheidung für dich getroffen hat. Hilf bitte, Herr Jesus, dass solche endlich Ja sagen zu dir. Dass ihr Blut und dass sie ihr Leben und ihr Dasein dir anvertrauen und dir danken für dein Blut und Leben, das du gegeben hast, auch für sie. Bitte hilf, Herr Jesus, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen an dich, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Amen.